Moinsen Leute, hier ist Hamdi von Media Royal. Ja, ich habe mir jetzt vor kurzem einen Thermobecher gekauft, das Emser Travel Mug. Und zwar, ja, ich habe des Öfteren mal andere Thermobecher ausprobiert und die haben nicht warm gehalten. Und habe dann von einigen Kollegen bzw. aus dem Bekanntenkreis gesehen, dass die sowas besitzen. Und sich das geholt haben, waren vollkommen zufrieden. Dann habe ich mir gedacht, so Mensch, ich hole das auch. Das Ding kostet bummelig, glaube ich 19, 20 Euro. Das ist, glaube ich, so 0,36 Liter Inhalt. Passt da rein. Ist komplett aus Edelstahl, außer dieser Bereich, der in der Mitte hier und oben, das ist hier gummiert und oben ist halt Hartplastik. Ist doppelwandig aus Edelstahl. Das Teil soll 4 Stunden warm bzw. heiß halten. Also wahrscheinlich wird es dann zum Ende hin nur noch warm bleiben. Circa 8 Stunden kalt. Jo. Wollen wir mal aufschrauben. Gucken. Hier ist eine Gummierung, die Dichtung. Die gehört hier rauf. Die Bohne, so. Bedienungsanleitung ist drin. Aber eigentlich braucht man dazu gar keine Bedienungsanleitung. Wahrscheinlich haben sie das reingemacht, um da zu zeigen, Mensch, das kannst du auch in die Geschirrspüle reinpacken oder du kannst vorne den Deckel auseinanderschrauben und auch in den Geschirrspüler packen. Ja. Mehr ist hier eigentlich nicht drin. Das ist halt bebildert erklärt, was da so drin ist. In verschiedenen Sprachen. Jo, so viel dazu. Dann haben wir hier innen drin Edelstahl. Unten ist auch so eine Gummierung, damit man, wenn man das auf eine Fläche packt, die etwas glatter ist, dass es halt nicht hin und her rutscht. Der Deckel ist aus Kunststoff komplett. Mit einer Gummidichtung hier unten. Was man sieht, ist hier oben in dem Bereich, so kann man das besser sehen, so eine Art Flügel. Da kann man dieses Teil hier oben nämlich rausdrehen. Ganz einfach. Dann hat man nämlich insgesamt 3 Teile und die kann man schön reinigen. Weil setzt sich doch einigermaßen Schmutz ab. Wenn man Milchkaffee oder sowas trinkt, dann hat man das nicht so, dass es nachher gammelt oder so. Ne? Jo, wieder reinschrauben, reinigen, reinschrauben und wieder draufsetzen. Okay, manche werden das Problem haben, dass wenn sie es hier draufsetzen, dass das so aussieht, als würde das nicht passen. Man setzt es einfach drauf. Ja, ne? Zack, und dann einfach zusammenschrauben. Und kräftig zusammenschrauben, damit das auch dicht bleibt. So, ich schraube das wieder auseinander. So sieht es aus. Drauf und dann einfach drehen. Weil das grobe Gewinde da drin zieht sich das schon so hin. Da sieht man ja hier so ein grobes Gewinde. Hier ja auch. Ne? Wenn man den Deckel hier oben drauf packt und dann kräftig zusammenschraubt, zack, dann zieht sich das automatisch ran. Ja. Emser gibt darauf 5 Jahre Garantie. Das wird man mal sehen, wenn das irgendwann mal undicht sein sollte. Das soll ja 100% dicht sein. Ist es auch bis jetzt. Ja, falls es mal irgendwann mal tropfen sollte, dann werde ich damit mal zu Emser gehen, beziehungsweise da, wo ich das gekauft habe, und da mal gucken, ob sie Garantie geben oder nicht. Ob sie mir das 1:1 austauschen. Ja, mein Becher ist ca. 20 cm lang und 8 cm breit. Hatte ich vorher mal ausgemessen. Also gut, ja, 1,5-2 Portionen, sag ich mal, Becher Kaffee. Also ich komme damit gut klar. Das reicht mir auch. Größer muss es nicht sein. Und diese ganz kleinen von Emser, die sind mir zu klein. Ja, so viel dazu. Was gibt es denn noch zu sagen? Ach so, wenn man das jetzt mit dem heißen Kaffee befüllt hat und das zugeschraubt hat und es ein bisschen stehen lässt, baut sich so eine Art Druck auf, dann kriegt man das
den Druckknopf hier nicht mehr oder beziehungsweise schwer runtergedrückt. Also wenn man jetzt was Heißes eingefüllt hat, am besten vorher gleich den Knopf hier reindrücken. Seht ihr das? Jo, wahrscheinlich. Ist das zu dunkel? Nö. So, da. Den Druckknopf reindrücken mit dem heißen Inhalt und einen Augenblick stehen lassen. Weil wenn ihr das nicht macht, wie gesagt, dann habt ihr hier Schwierigkeiten, das Ding hier runter zu drücken. Ja, falls ihr noch irgendwelche Feedbacks dazu habt, beziehungsweise Anregungen oder sowas, dann schreibt das in die Kommentare, gebt mir ein Like und Kanal abonnieren nicht vergessen. Also Daumen hoch. Bis bald. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.